einem neuen Video von mir. Heute geht es um eure Instagram-Accounts und zwar habe ich bei anderen YouTubern gesehen, dass sie Instagram-Accounts ihrer Follower sozusagen analysiert haben und die Idee fand ich mega cool. Deswegen habe ich euch auf Instagram gefragt, wer Bock hätte, dass ich seinen Account analysiere und da haben mir ein paar drauf geantwortet. Deswegen habe ich mir jetzt einfach mal 6 Accounts rausgesucht, die ich jetzt sozusagen analysiere, also ich sage jetzt einfach meine Meinung dazu, beziehungsweise was ich gut finde, was ich nicht so gut finde und vielleicht noch Verbesserungsvorschläge, also es ist halt nur meine persönliche Meinung, also vielleicht hilft es den Personen weiter, vielleicht hilft es auch anderen Leuten weiter, die sich da auch ein paar Tipps zu Herzen nehmen können, aber es sind wie gesagt nur meine persönlichen Vorschläge und die müsst ihr natürlich nicht umsetzen, also ich sage einfach nur meine Meinung und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video und wenn ich einen zweiten Teil von diesen Videos machen soll, dann gebt dem Video jetzt schon mal einen Daumen nach oben, dann weiß ich da auf jeden Fall auch Bescheid. Ich werde mir jetzt übrigens die Accounts auf meinem iPad hier angucken, weil ich mit meinem Handy filme und deswegen gucke ich mir jetzt einfach hier an und blende sie euch natürlich hier oder hier mal gucken parallel ein, damit ihr die Accounts auch seht und damit ihr nachvollziehen könnt, was ich hier überhaupt sage und worüber ich rede. Also wundert euch nicht, wenn ich die ganze Zeit runter gucke, weil ich ja auch die Accounts gleichzeitig anschauen. Wir starten jetzt mal mit dem ersten Account und zwar ist der von Chiara. Ich blende ihn euch wie gesagt mal hier ein. Sage ich so die positiven Sachen, würde ich sagen, und danach sage ich die Sachen, die ich persönlich ändern würde, beziehungsweise die mir einfach aufgefallen sind. Und zwar erstmal positiv finde ich super gut, dass du in deiner Biografie schreibst, worum es in deinem Account geht. Du Story-Highlights hast, die auch gut beschriftet sind. Und allgemein finde ich deine Bilder echt sehr schön. Also allgemein irgendwie von allen, die mir geschrieben haben, dass ich ihre Accounts analysieren soll. Ich finde eure Bilder alle wunderschön. Also ihr seid wirklich wunderschöne Menschen und ich bin auch voll happy, dass mir so tolle Menschen folgen. Also jetzt komme ich mal zu den Sachen, die mir aufgefallen sind. Und zwar ist es zum einen dieses, also als erstes steht ja hier Good to Know. Also ich persönlich weiß halt nicht wirklich, was das aussagen soll. Also wenn ich so lesen würde, good to know, dann wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, worum es in dem Account geht. Und deswegen würde ich das auf gar keinen Fall als erstes, was man sozusagen als erstes sieht, hinschreiben, weil mir persönlich ist jetzt nicht wirklich klar, was das genau beschreiben soll. Das nächste, was mir aufgefallen ist, ist, dass du hier hingeschrieben hast in deiner Biografie, hauptsächlich Story aktiv. Also ich muss halt sagen, also es sind halt auch nur meine persönlichen Tipps, so deswegen ich würde es halt persönlich nicht hinschreiben, weil ich finde halt, das ist so ein bisschen abschreckend sozusagen für neue Follower, die auf deinen Account kommen. Ich denke mal, die Follower interessieren sich eigentlich vorderrangig erstmal so für den Feed, weil wenn man auf den Account kommt, dann würde ich sagen, scrollt man erstmal den Feed durch und dann ist das halt so das Erste, was man sieht, hauptsächlich Story aktiv, dass du dann auch noch Ausrufezeichen hintergemacht, aber ich würde das auf gar keinen Fall eigentlich da hinschreiben, weil ich wie gesagt denke, dass die Leute dann eher weniger folgen würden, weil das ja eigentlich so ein abschreckendes Kriterium ist. Also wenn man jemanden folgt, dann erwartet man ja eigentlich auch Posts von demjenigen. Deswegen würde ich das nicht dahin schreiben. Aber an sich finde ich echt, dass deine Biografie gut aufgebaut ist. Was ich vielleicht auch noch machen würde, aber das ist jetzt auch nur mein persönliches Empfinden, dass ich vielleicht die Smileys nach vorne hinschreiben würde, also dass ich erstmal die ganzen Smileys machen würde und dann dahinter sozusagen die Schrift machen würde. Ich finde halt, dass es ein bisschen übersichtlicher irgendwie aussieht. Also du kannst ja mal ausprobieren, wenn du möchtest. Ja, und das war das erstmal eine Sache, die mir so zur Biografie aufgefallen sind. Aber inhaltlich finde ich die Biografie sehr schön und ich finde es auch gut, dass du dahin schreibst, Proud Mom, finde ich mega süß. Kommen wir zu den Story Highlights. Also da habe ich jetzt nicht großartig irgendwas auszusetzen. Also ich finde die echt gut. Ich finde es halt auch richtig gut, dass du da so einzelne Bilder hingemacht hast. Was ich jetzt halt vielleicht anders machen würde, sind halt die Farben, dass man die einheitlich macht. Also jetzt nicht so viele verschiedene Farben, aber ja, ich finde es auch nicht so schlimm, weil das sind ja relativ neutrale Farben. Also die sind jetzt nicht so kräftig und grell. Deswegen finde ich das eigentlich ganz gut. Dann die nächste Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass ich deine Bildunterschriften mega cool finde. Also ich komme jetzt mal ein bisschen zum Feed. Ich finde deine Bildunterschriften echt richtig, richtig gut. Man merkt auch, dass du dir total viel Mühe gibst und ich finde es auch voll gut, dass du da so deine persönliche Meinung rüberbringst und einfach relativ lange Bildunterschriften auch hast. Was ich persönlich vielleicht machen würde, ist, dass ich am Ende von diesem langen Text halt irgendwie noch eine Frage stelle oder so oder irgendwie so einen Satz, der vielleicht irgendwie zu Diskussionen oder sowas anregt, weil das ja wirklich ein sehr langer Text ist und deswegen würde ich vielleicht am Ende noch einmal eine Frage schreiben, damit die anderen halt auch irgendwas darauf antworten können.
Und die letzte Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass ich persönlich finde es halt immer ein bisschen blöd, wenn man Schwarz-Weiß-Bilder zwischendurch postet. Also das ist halt auch nur meine Meinung, aber ich finde Schwarz-Weiß-Bilder zerstören so ein bisschen den Feed, sage ich mal, weil es dann halt irgendwie nicht mehr so wirklich einheitlich wirkt. Deswegen würde ich persönlich jetzt halt keine Schwarz-Weiß-Bilder posten. Aber wenn du hast und es dir gefällt, dann mach's auf jeden Fall. Also ich will dich da jetzt auch nicht irgendwie von abhalten. Das waren jetzt erstmal die Sachen, die mir aufgefallen sind. Ich muss trotzdem sagen, dass ich deinen Account sehr schön finde und hoffe übrigens, dass ihr mir jetzt meine Kritik irgendwie nicht böse nehmt. Also ich will euch ja wirklich nur helfen oder euch inspirieren. Also ihr müsst keinen der Vorschläge umsetzen oder so. Also das ist wirklich nur ein Tipp von mir. Und ich hoffe, dass ich euch da vielleicht ein bisschen irgendwie weiterhelfen kann. Kommen wir erstmal zum nächsten Account, und zwar ist der von der lieben Hanna. Die hat auch geschrieben, dass sie will, dass ich ihren Account analysiere, deswegen mache ich das jetzt mal. Und zwar fällt mir als erstes auf, also ich mache jetzt einfach immer die Reihenfolge, dass ich erstmal was zur Biografie sage oder vielleicht irgendwie zum Namen oder so. Und dann was zum Story-Highlights und dann zum Feed was sage. Also bei der Biografie fällt mir erstmal positiv auf, dass ich es gut finde, dass du am Anfang immer so ein Herz geschrieben hast, weil ich finde, dadurch ist es irgendwie übersichtlicher und ich finde, das ist allgemein eigentlich echt ganz gut aufgebaut ist, die Biografie. Was mich jetzt ein bisschen stört, ist halt dieser Satz Single like a Pringle. Also ich würde das da halt nicht hinschreiben. So, wenn du halt Bock hast, es hinzuschreiben, dann schreib es hin. Aber ich finde halt, dass es eigentlich nichts mit dem Account zu tun hat. Deswegen würde ich das da auf gar keinen Fall hinschreiben. Ich muss echt sagen, ich finde es generell ein bisschen weird, wenn Leute in ihren Account schreiben, so Single. Ich denke mir dann echt immer so, okay, weil Instagram ist ja jetzt nicht irgendwie eine Dating-App oder so. Das ist halt meine Meinung. Also ich würde jetzt nicht in meinen Account schreiben Single. Also das habe ich echt so gemacht, wo ich irgendwie, keine Ahnung, 13 war oder so und wo ich mich dann irgendwie mit meinem Freund gestritten habe. Aber ich finde, dass es nichts auf Instagram zu suchen hat. Also ihr könnt mir ja gerne mal dazu eure Meinung in die Kommentare schreiben, ob ihr es auch irgendwie komisch findet, wenn man in seiner Biografie schreibt, dass man Single ist. Also ich finde es echt komisch. Also das ist halt meine persönliche Meinung, deswegen würde ich es da nicht hinschreiben. Komme ich jetzt mal zu den Story-Highlights, und zwar sind da jetzt nur zwei, aber ich finde die Schriftart mega cool von den Story-Highlights und ja, die sind jetzt halt in unterschiedlichen Farben, ist halt auch wieder so eine Sache. Ich würde es halt in einer Farbe machen, aber das sind ja jetzt auch wirklich neutrale Farben, deswegen finde ich es an sich auch ganz okay, so wie es ist. Kommen wir zum Feed. Also erstmal finde ich deine Bilder auch sehr schön, vor allem die letzten beiden Bilder gefallen mir echt total gut, wo du so mit dem Licht gespielt hast, finde ich mega schön. Das erste, was mir jetzt hier sofort auffällt, ist ehrlich gesagt diese drei weißen Bilder. Du hast dir darunter geschrieben, New Filter. Ich denke mal, du wolltest deinen Account so ein bisschen umstrukturieren und dann halt auch so eine Trennung sozusagen dadurch machen. Aber das Problem ist, wie du es jetzt hier vielleicht auch siehst, sich diese drei Bilder auch immer verschieben. Also die werden selten in einer Reihe sein. Das heißt, also ich finde, dass diese Bilder total den Account stören bzw. irgendwie spalten. Also ich würde die auf gar keinen Fall da lassen. Ich würde die löschen. Auch das einzig Negative, was mir auffällt, also deine Bilder finde ich, wie gesagt, echt gut. Und die Bildunterschriften finde ich auch sehr schön. Vor allem finde ich es gut, dass du die Leute dazu animierst, dass sie irgendwas kommentieren oder eine Frage stellst. Und ja, also ich habe jetzt eigentlich nichts weiter an dem Account auszusetzen, außer was mir auch noch aufgefallen ist, das ist halt auch nur meine Meinung. Ich finde halt deinen Namen ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, weil du halt so viele Unterstriche in deinem Namen hast. Also ich wüsste jetzt gerade gar nicht, wenn ich dich nicht kennen würde, wie viele Unterstriche das sind, weil das ist halt einfach nicht erkennbar. Also ich kann jetzt auch überhaupt nicht einschätzen, wie viele Unterstriche das sind, aber du musst dir halt mal überlegen, wenn dich irgendeine fremde Person sucht oder so, dann weiß man halt auch nicht, wie viele Unterstriche man da eingeben will. Deswegen würde ich das mit den Unterstrichen vielleicht irgendwie lassen oder halt einfach nur ein oder zwei Unterstriche machen. Ich hoffe, du bist mir nicht böse, dass ich ein paar Sachen kritisiert habe, aber ich will euch ja helfen. Kommen wir jetzt zum nächsten Account, und zwar ist der von Miri. Also ich finde deinen Account einfach mega toll, muss ich echt mal sagen. Also ich bin echt begeistert, weil ich finde, dass dein Account einfach voll so stimmig zusammen ist. Trotzdem sind mir halt so ein paar Sachen, so Kleinigkeiten wirklich. Also ich hatte jetzt keine großen Verbesserungsvorschläge, aber mir sind echt ein paar Kleinigkeiten aufgefallen, die ich persönlich anders machen würde. Und ja, vielleicht helfen sie dir ja weiter. Erstmal zu der Biografie. Also ich habe wirklich nichts auszusetzen an der Biografie. Also ich finde, genauso sollte eine Biografie aussehen. Ist einfach alles perfekt, so wie es ist. Deswegen gehe ich jetzt auch direkt weiter zu den Story-Highlights. Und zwar ist mir da halt aufgefallen, dass ich zwei Sachen ein bisschen störend finde. Und zwar zum einen, dass das Bild bei den Highlights
ist halt auch immer mit Schrift. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt persönlich. Also ich fände es halt besser, wenn da ein Symbol wäre oder sowas, weil das Gleiche steht ja nochmal drunter. Also ich finde halt, das ist so ein bisschen doppelt irgendwie, weil da steht halt Story-Sticker und dann steht halt unten auch nochmal Story-Sticker. Also ich finde es halt so einmal würde eigentlich reichen. Deswegen würde ich da persönlich ein Symbol hinmachen. Und die andere Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass ich das halt auch wieder in einer einheitlichen Farbe machen würde, weil ich es halt dann irgendwie übersichtlicher finde. Aber es ist halt auch hier so, das sind jetzt keine grellen Farben, sondern eher so schlichte, pastellige Farben. Deswegen, ja, finde ich es jetzt auch nicht so schlimm. Es ist jetzt, wie gesagt, nur eine Kleinigkeit, die ich persönlich anders machen würde. Kommen wir jetzt mal zu den Bildern. So, was mir aufgefallen ist, ist, dass ich deine Bildunterschriften mega finde. Also da habe ich jetzt auch ehrlich gesagt nichts auszusetzen. Die einzige Sache, die mir auffällt, ist, dass ich es ein bisschen störend finde, dass du halt immer die Hashtags mit in die Bildunterschrift schreibst. Also ich habe das schon mal in meinem anderen Video gesagt, ich würde das halt persönlich nicht machen, weil ich finde einfach, dass es irgendwie nicht so gut aussieht. Also ich würde halt einfach die Hashtags persönlich als Kommentar setzen und dann sehen die anderen die Hashtags auch nicht. Aber ansonsten muss ich sagen, habe ich nichts auszusetzen und habe ich keine Verbesserungsvorschläge, weil ich deinen Account einfach, wie gesagt, total stimmig finde. Kommen wir zum nächsten Account und zwar ist der von Joanna. Ich hoffe, ich spreche es jetzt überhaupt richtig aus. Deinen Account wollte ich auch mal analysieren und als erstes komme ich jetzt mal zu der Biografie, die ja eigentlich gar nicht vorhanden ist. Deswegen kann ich jetzt auch nicht so viel dazu sagen. Also ich persönlich finde einfach, dass eine Biografie wirklich wichtig ist und dass sie auch sehr wichtig ist für den Instagram-Account. Also wenn man halt wirklich Instagram so ein bisschen mehr machen will und es auch irgendwie als Hobby machen will und damit auch irgendwie was erreichen will, dann finde ich, ist es wirklich wichtig, dass man eine Biografie hat, die einen so ein bisschen beschreibt und die ein paar Infos über einen gibt, die vielleicht auch Unternehmen vor allem Infos über einen gibt. Außerdem ist mir halt auch aufgefallen, dass du dein Profil gar nicht öffentlich gestellt hast. Also du hast ja gar kein Business-Profil. Ich weiß natürlich nicht, was jetzt dein persönliches Ziel mit Instagram ist. Kommen wir jetzt mal zu den Story-Highlights. Ich finde es halt gut, dass du das so in Monate unterteilt hast, aber ich persönlich würde mir halt eher so Themen aussuchen, wie halt bei den anderen Accounts jetzt, dass du halt eher so verschiedene Themen als Story-Highlight machst. Weil das Ding ist halt auch, dass die Monate jetzt hier halt irgendwie total durcheinander sind, weil ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber jedes Mal, wenn du was zu dem Story-Highlight hinzufügst, dann ist es halt immer ganz vorne und dadurch sind die Monate jetzt halt auch nicht in der Reihenfolge. Und wenn man jetzt halt sieht, so okay, April oder Mai, dann weiß man ja nicht so wirklich, worum es darin geht oder warum man sich das jetzt angucken soll. Kommen wir zu dem Feed und zwar finde ich deine Bilder auch erstmal total schön. Und was ich dir auch raten kann, sind Bildunterschriften. Ich weiß natürlich, wie gesagt, nicht, was dein Ziel ist mit Instagram ist. Und die Hashtags auch, genauso wie ich gerade meinte, in die Kommentare zu schreiben. Ich finde, das einfach schöner aus. Und dann vielleicht auch noch in den Bildunterschriften an deine Follower sozusagen eine Frage stellen. Kommen wir zum nächsten Account, und zwar ist der von Lorena. Also ich sag auch erstmal das Positive, was mir auffällt. Also ich finde deine Bilder wirklich so unglaublich schön und auch irgendwie so voll cool. Vom Stil her, vor allem dein letztes Bild, finde ich echt mega cool. Ich gehe jetzt wieder in diese Reihenfolge vor. Also erstmal, was mir auffällt, ist, dass ich es mega cool finde, dass du so die Biografie in einzelne Punkte unterteilt hast, weil ich finde, dadurch ist es total übersichtlich und ich hätte jetzt ehrlich gesagt auch nichts an der Biografie auszusetzen. Aber was ich dir halt raten würde, ist, wenn du auch mal auf Instagram irgendwie mit Unternehmen oder so zusammenarbeiten willst, weiß ich jetzt natürlich auch nicht, dann würde ich vielleicht noch die E-Mail-Adresse als Kontaktmöglichkeit machen oder die irgendwie da hinschreiben oder so, weil da ist jetzt auch gar keine Kontaktmöglichkeit. Deine Story-Highlights, die finde ich auch eigentlich echt mega gut aufgebaut. Also das Ding ist halt, was mir aufgefallen ist, ich finde halt dieses Schwarz-Weiß eigentlich passt mega gut zusammen, also von den Story-Highlights und vom Profilbild her. Übrigens finde ich dein Profilbild mega süß. Aber ich finde, die Story-Highlights passen halt echt gut zu dem Profilbild, aber ich finde, dass dieses Schwarz-Weiße nicht wirklich zu dem Rest von deinem Account passt, weil der halt farbig ist. Also sind ja wirklich eigentlich gar keine schwarz-weißen Bilder. Deswegen würde ich mir vielleicht überlegen, ob ich nicht die Story-Highlights und das Profilbild farbig machen will. Weil ich finde halt persönlich, dass es besser dazu passen würde, weil die anderen Sachen ja auch nicht schwarz-weiß sind. So, kommen wir jetzt mal zum Feed. Und zwar, also an den Bildern habe ich jetzt eigentlich echt gar nichts auszusetzen. Außer, dass da halt auch keine Bildunterschriften sind, was ich persönlich halt auch machen würde. Das sind jetzt so meine Verbesserungsvorschläge. Ich kann natürlich jetzt auch nicht wirklich wissen, was eure Ziele sind mit Instagram, aber wenn ihr halt irgendwie so ein Business, sage ich mal, euch aufbauen wollt auf Instagram und irgendwie auch mal Kooperation haben wollt, würde ich vielleicht die Tipps befolgen. Kommen wir jetzt mal zum letzten Account auch schon, und zwar ist der von Alessia.
Also erstmal zur Biografie. Ich finde, dass die wirklich eigentlich ganz gut aufgebaut ist. Aber ich würde halt auch irgendwie zur Abtrennung von den einzelnen Punkten sozusagen vielleicht ein Smiley machen oder so wie gerade irgend so ein Punkt oder sowas, dass es halt irgendwie übersichtlicher ist. Und ich verstehe halt auch nicht so ganz, wieso am Ende von jedem Wort sozusagen, also wenn da jetzt steht 22 oder Mannheim oder so, dass da halt ein Punkt am Ende ist, weil das ist ja kein richtiger Satz, deswegen würde ich den Punkt auf jeden Fall wegmachen. Das nächste, was mir auffällt, ist, dass bei den Story-Highlights, finde ich, sehen die halt auch nicht so ganz übersichtlich aus. Also ich würde mir da halt vielleicht auch irgendwie so ein Template oder sowas machen, also so ein einheitliches Bild. Halt auch wieder so, dass da überall am Ende ein Punkt ist bei den Beschreibungen. Also ich würde es halt persönlich nicht machen. Kommen wir jetzt mal zum Feed. Ich finde deine Bilder auch einfach wunderschön. Also wie gesagt, alle Accounts, die ich mir angeguckt habe, ich finde eure Bilder wunderschön und ihr seid alle auch wunderschön. Erste, was mir hier auffällt, ist, dass drei Bilder sind ja zwei eine Collage. Ich persönlich finde halt Collagen echt immer so ein bisschen schwierig auf Instagram. Also ich finde, Collagen zerstören auch immer so ein bisschen den Feed, genauso wie Schwarz-Weiß-Bilder. Also ich persönlich würde jetzt halt keine Collage posten, weil ich finde einfach, dass es im Feed nicht so gut aussieht. Das ist halt auch genauso wie bei den Accounts gerade. Bildunterschriften sehe ich jetzt hier keine. Das hat natürlich auch den Vorteil, dass deine Posts, in denen du Werbung machst, also hier sind ja wirklich die letzten paar Posts fast nur Werbung. Das hat natürlich dann zur Folge, dass es dann wirklich extrem heraussticht, weil ich finde halt, wenn man nur Bildunterschrift macht bei den Posts, wo Werbung ist, dann kommt es halt auch krass so rüber wie Werbung, weil das Ding ist, wenn du immer was Persönliches erzählst, dann fällt halt Werbung auch nicht so doll auf, beziehungsweise finde ich, kommt es halt irgendwie auch glaubwürdiger rüber, weil dein Follower dir dann irgendwie auch schon so ein bisschen vertrauen. Deswegen kann ich dir echt nur ins Herz legen, generell einfach Bildunterschriften zu schreiben. Ansonsten finde ich deinen Account auch echt total stimmig. Ich finde auch, die Farben passen echt gut zusammen. Ja, das waren jetzt die Accounts, die ich mir ausgesucht habe zum Analysieren. Ich hoffe, dass die Personen mir auf keinen Fall böse sind oder vielleicht irgendwie sich das so krass zu Herzen nehmen oder so. Also ich will auf gar keinen Fall irgendwas Negatives sagen oder so, sondern einfach nur, wie gesagt, meine persönlichen Tipps, was ich anders machen würde. Sehr, sehr, dass euch dieses Video gefallen hat. Und ihr könnt, wie gesagt, jetzt gerne mal einen Daumen nach oben geben und dann weiß ich Bescheid, dass ich noch einen zweiten Teil vielleicht von den Videos machen soll. Und wenn ihr möchtet, dass ich auch euren Instagram-Account analysiere, dann könnt ihr mir auch gerne mal euren Instagram-Account in die Kommentare schreiben. Dann finde ich da vielleicht auch noch ein paar neue Accounts, die ich analysieren kann. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder.